Ein herzliches Willkommen hier auf meinem Kanal. Ich bin der Sirius und für die Gamer Miliz bin ich heute wieder unterwegs auf der Gamescom. Tag 4. Ja. Und in diesem Sinne, wir sind wieder in Halle 11. Ja, auf der Social Area. Und wie gesagt, also ich zeige euch jetzt mal ein bisschen was. Wir sind noch sehr ruhig, aber es beginnt dann gleich was, was vielleicht interessant sein könnte. So sieht das Ganze natürlich schon aus. Ah. Na Gamescom, wie geht's euch? Seid ihr noch fit? Da fangst schon an. Ja. Was ein Mittel, ne? Ich frag einfach nochmal, wir gucken mal, wie die Stimmung ist. Seid ihr noch fit? Ich sag ganz ehrlich, ich glaube, wenn ihr nicht motiviert genug seid, kommt ihr nicht raus. Für wen seid ihr denn da? Ja, genau, für alle seid ihr da. Die meisten kennen ihn. Für die Leute, die jetzt hier stehen und besonders die da hinten, Zuschauer und nochmal eine kleine Einleitung, wer jetzt hier überhaupt rauskommt. Er macht quasi Live-Sightseeing, aber aus der ganzen Welt. Er ist auf Festivals, dann ist er mal in der Kölner Innenstadt, dann ist er auf der Furry-Convention. Also sehr interessanter Content, der da passiert. Und man könnte sagen, er ist der Twitch-Vater der Real-Life-Streams. Er war der allererste, der das auf Twitch gemacht hat, also eine richtige Legende. Und ich würde sagen, wir versuchen das nochmal mit dem Schreien, oder? Ihr dürft auch klatschen und ihr dürft auch trampeln. Also auf drei checken wir nochmal, ob er dann vielleicht Bock hat rauszukommen. 1, 2, 3. Sollten wir tun. Komm mal. Ja. 1, 2, 3. Hier ist wunderbar für das Programm. Jetzt ist es Zeit, dir nicht nur für die Anmoderation Raum zu geben, sondern auch dich zum Mittelpunkt dieser Show zu machen. Du bleibst erstmal die kommende Stunde komplett hier. Was hältst du davon? Ich hab Bock, ich bin ready. Oh. Ja, so sieht's. Guck mal, wenn man das kriegt, wonach man fragt, ne? So schnell geht's. Aber ich glaube, also 10 Minuten bleibe ich locker mit dir hier, wenn du willst. Sehr gerne. Ich finde, du könntest auch als Schiedsrichterin fungieren. Ja. Zum Beispiel zwischendurch Unstimmigkeiten bei mir in der Präsentation aufdecken. Oha. Aber auch zum Beispiel beim Quiz dafür sorgen, dass ich das alles korrekt mache. Aber ich bin super streng. Ich habe extra mein Lehrerin-Outfit heute an. Wenn du das als Lehrerin trägst, dann glaube ich... Back to school, Leute. Das finden Schüler nicht kacke auf jeden Fall. So. Das ist ein moderner Look für die Lehrerin. Ey, sehr geil. Genau, setz dich sonst gerne. Ich komme auf dich zu. Aber kannst auch Pause machen. Geil. Chat! Ich meine hier, wie heißt hier? Publikum! Hi! Ey Leute, ihr habt links und rechts sogenannte Monitore und ich habe eine Präsentation mitgebracht, weil die Gamescom hat gesagt, dass der ganze Bums hier unbedingt Gaming-Bezug haben soll. Das ist auch sehr wichtig. Wollte ich meine Sprachbox? Achso, danke. Wie geht's euch überhaupt? Guck mal, ich bin, glaube ich, der erste Influencer hier auf der Gamescom, bei dem man nicht 3 Stunden Schlange stehen muss, oder? Dankeschön. Dankeschön. Wer von euch kennt mich nicht, hofft aber, dass es hier was umsonst gibt? 3, 4 Leute, da wissen wir direkt, wer im Quiz heute nicht drankommt. Naja. Geil. Ja, Leute, komm, wir machen jetzt mal eine Pflichtveranstaltung hier. Ich habe hier meinen Laptop. Ich muss mir irgendwie kurz noch Chat aufbauen, das habe ich vergessen. Boah, wie machen wir das? Kurz Aufbauphase, weil offiziell erst 15.10 Uhr. Hallo. Achtung, Achtung. Sehr geehrte Damen und Herren. Donation. Mein Name ist Adam und ich bin Bauchredner. Genießt die Show. Ja, und ich rede immer diese Stimme, ganz komisch. Sollen wir die Box anlassen oder führen sie zur Irritation dritten Grades? Das ist jetzt die Frage. Anlass, oh Gott, ihr wisst nicht, auf was ihr euch anlasst. Wir setzen ja die Preise nie hoch. Ich mache ja nie auch abgehoben. Das heißt, hier ist 373 Bits, gibt es schon direkt irgendwelche Durchsagen hier, so wie die nächste. 373 Bits von notorischer GW-Parker. Wenn ich diese Frage mal wie Monte beantworten darf. Nee, Digi, ich stehe hier auf der Stage. Du stellst mir so eine Dulli-Frage, Digga. Ich muss mies kacken. Stell jetzt mal eine vernünftige Frage, Digga.
sonst gibt's Spermaband. Ja, okay, ich würde sagen, es ist super. Oh. Wir müssen leider jugendfrei bleiben, ne? Ja, sorry. Das war ich nicht. Vielen lieben Dank. 50, oh Gott, okay, wir kappen das ab, aber 5 Cent Spieler Nummer 50 Subs rausgehauen. Vielen, vielen, vielen großen Dank. Ganz, ganz großen Dank. Tut mir sehr leid, dass wir jetzt die Box dann ausmachen müssen, aber das haben wir alles den Kollegen von eben zu verdanken. Ich habe die Sprachnachricht, das ist auch meine Schuld, ich habe die Sprachnachricht durchgewunken, weil die ganze Zeit in der Moderationsschleife war. Ganz liebe Grüße an die Moderatoren. Habe ich nicht gelesen vorher. Party People, bevor ich gleich zur Präsentation komme, gibt es dringende Fragen aus dem Publikum. Oha, direkt vorbereitet, geil. Können wir uns auch ein bisschen kennenlernen und so. Hey, wie geht's, wie steht's? Wie ist dein Name? Das ist Noah und ich hätte gerne ein Autogramm von dir. Ist jetzt erstmal eine Forderung und keine Frage. Denk ich das auch? Das ist eine Frage. Problem ist, wenn wir jetzt damit anfangen, werde ich diese Stunde lang nur Autogramme machen oder bleibt es bei einem? Das Schöne ist, das komplette Publikum stimmt jetzt ab, bekommt Noah ein Autogramm. Das ist nett, aber dann bekommt ihr alle keins. Es hätte sonst jemand anderes die Chance. Okay, let's go. Willst du kurz, kann man die Leute rigoros auf die Bühne holen? Ah, du gehst rüber, okay. Oh, das ist ja mal richtig chillig, wenn man hier mit so mit den Leuten chillt. Geht das? Darf man die Leute, kann man die holen? Alle? Okay, dann begrüßen wir jetzt auf der Noah, auf der Bühne. Wie kommt er denn da rein? Da wahrscheinlich. Wir begrüßen Noah. Er bekommt das einzige Autogramm in diesem Bühnensegment. Hallo Noah. Hallo, ich bin Noah. Ah, hey Noah, Mensch. Halt ihr das? Das ist noch ganz neu. Noch frisch? 14,99 Euro, Schnäppchen. Neuer Haut. Ja, das ist halt das Ding. Aber wohin? Das ist halt die Frage, hält das Edding länger, wenn das Shirt billiger gewesen ist? Wir machen einfach klassisch, ne? Wir schreiben mal. Willst du auch unterschreiben? Ich glaube, er möchte das nicht. Oh, ihr möchtet. Er möchte. Okay, gleich da drunter. Wer bist du eigentlich? Also wo kommst du her? Was ist da sonst deine Mission? Ich darf hier heute die Social Station auf die nächsten Tage moderieren. Kommt gerne vorbei. Ich heiße Melissa Lee. Man kann mich auch auf Instagram und sonst überall finden. Genau. Und wenn ich nicht das hier mache, dann bin ich eigentlich Modedesignerin. Du kannst mal zu mir in den Laden kommen in Berlin. Dann machst du einen Tag Praktikum an der Nähmaschine. Ein Tag Praktikum klingt für mich zu überfordert. Ist auch unbezahlt, wie alle Praktika. Das ist gut, damit bilden wir das moderne Wirtschaftssystem sehr gut ab. Ja? Ich würde es 10 Minuten versuchen. Ich bin das nächste Mal tatsächlich, wir haben einen Livestream in Berlin, irgendwann Mitte September, ist schon fest eingeplant. Hier habt ihr es als erstes erfahren. Also hier ihr und die 10.000 dann noch zuschauen. Ist das denn noch etwas, was ich filigran überhaupt leisten kann in meinem hohen Alter? Ja, ein bisschen. Oh, Anfang 30, glaube ich, hoffe ich. Ich glaube fast, ich bin älter als du. Oh, bist du in den 80ern geworden? Ja. Oh, ich auch. Aber Ende 80er? Ja. Ja, ungefähr gleich alt. Cool. Noch geht's, okay. Noch geht's. Noah, schön, dass du bei mit mir auf der Bühne warst. Hier ist dein T-Shirt. Das war dein Edding, ne? Geil. Applaus für Noah, ja. So. Brauchst du mich noch? Ich würde dich sonst einfach von der Bühne wegschreien wieder. Wenn du Backstage gehen möchtest, gerne. Ich hole dich dann am Ende wieder ab. Ja, gerne, hol mich einfach ab. Schrei auch zwischendurch rein, dass es alles viel zu spät ist und so. Damit ich so ein bisschen knapp bin. Ich muss jetzt hier mal ein bisschen strecken. Ja. Ganz viel Spaß. So. Danke dir. Ja, sehr gerne. Und dann spätestens in Berlin sehen wir uns. Oder halt gleich. Geil, Chat, wie geht's euch eigentlich? F-Ton, Regie-Ton ist super, F-Ton, Ton ist scheiße. Das klingt doch schon mal nach einer super Übertragung. Wir haben nämlich das Stream-Signal von hier genommen. Ansonsten müssen wir halt switchen. Oh, hier rappeln die ganze Zeit die Nachrichten noch rein über die Sprachdurchsage. Sorry, ist aus noch. Ja, ich musste ausmachen. Weil da kamen perverse Nachrichten. Ton ist gut, war gut, Ton ist weg. Ton passt doch, Ton war gut. Das ist immer geil, mit dem Chat zu arbeiten, weil man hat das Gefühl, die gucken zwar nicht in den Streams. Haben wir noch Fragen? Oh ja. Ja, ich glaube, es melden sich drei Leute. Wir schaffen heute alle. Also, heute ist ganz entspannt. Adam, können wir ein Foto machen? Oh, okay. Ah, der Trickmensch. Aber jetzt frage ich, mich interessiert jetzt noch umso mehr. Gönnen wir ihm jetzt auch dieses Foto noch? Es wäre das letzte Foto, was ich hier auf der Bühne mache. Einzige Nummer,
Wir brauchen mehr Feedback. Wie ist dein Name, Gefährte? Jan. Jan. Gönnen wir Jan ein Foto. Ich will eines noch ausprobieren, und zwar machen wir, ich glaube, das größte Gruppenfoto, was ich jemals in meiner Street-Karriere gemacht habe. Aber wir müssen Jan auf die Bühne zählen. Kriegen wir das irgendwie hin? Mit Räuberleiter sonst. Also, sonst Gamescom einfach einschreiten, falls wir das Sicherheitskonzept hier verlassen. Aber das ist, glaube ich, der effektivste Weg, oder? Sehr, ganz, ganz schön. Wow! Also, ich habe damit nichts zu tun. Er ist unaufgefordert aufgehoben. Okay, Jan, wir machen das jetzt so: wir drehen uns so, dann drehen wir das Handy so. Das Publikum dreht sich nicht. Nee, ihr bleibt. Genau, wir jetzt einfach so. Oh, was ist das für ein geiles Foto? Ey, hier sieht das auch so aus, als wenn wir viele sind. Also, wir sind viele. Aber das sieht richtig heftig aus. Richtig geil. Guck nochmal, dass das Publikum nicht drauf ist. Ich probier auch nochmal. Wir machen so den perfekten Shot mit dem sogenannten Instagram-Kamera. Oh. So. Geil, das ist das größte Gruppenfoto, was wir jemals gemacht haben. Danke dir. Du bist extra hergekommen. Ja, aus Essen-Nähe. Nähe Essen. Essen-Nähe, klang fast im Stadtteil. Aber Nähe von Essen ist auch nicht weit weg von hier. Nee, eine Stunde Fahrt circa. Sie. Wo hast du dich angestellt, wo du am meisten gewartet hast? Diesmal gar nicht, weil zu lange Schlangen, 3 Stunden warten für ein Game ein. Wo möchtest du, dass ich meine Kontakte spielen lasse, damit du ohne anzustellen drauf kannst? Ich weiß nicht. Egal eigentlich. Das reicht mir schon vollkommen mit dem Bild. Okay, dann kommst du zu einem Indie-Entwickler. Den Spielnamen habe ich vergessen, aber einfach ausprobieren. Kannst du am Morgen einfach hingehen. Danke dir, danke, dass du mit dabei warst. Dankeschön, auch fürs Zuschauen und so. Dankeschön. Meine Präsentation hat wenige Folien, wir starten sie gleich und danach kommt dann das Quiz und es gibt tatsächlich dann Gewinne, Gewinne, Gewinne. Wollen wir die 2 Fragen noch abarbeiten? Wir hatten, glaube ich, noch 2 Fragen. Ja, hier der Kollege zur Linken. Er hat schon ein Lachen, das mir suggeriert, diese Frage wird sehr kritisch. Hallo, ich bin der Mike und ich wollte fragen, das ist die Legende. Bei Grüne Hühne damals auch ein bisschen Lust gehabt. Sag mal, toll, ich ins Mikrofon. Ja, ich bin der Mike. Yes. Ich sehe Legende, nicht böse gemeint, auf Schuld gefahren, warum bist du damals bei Grüne Mühne losgerannt? Ah, bei Grüne Mühne! Warum nicht bei Grüne Mühne losgerannt? Ey, Leute, es ist, glaube ich, der am weitesten verbreiteten TikTok-Clip ist das, ohne dass ich selbst das hochgeladen habe. Das war, glaube ich, der Grund, warum ich mich bei TikTok angemeldet habe, weil so viele Leute mich angesprochen haben, immer so. Ja, so zerstreut auf die Wochen und auf die Monate, aber trotzdem so, dass ich es gemerkt habe, weil irgendjemand diesen Clip hochgeladen hat, wo ich in Bach Harach oder sowas? Offenbach war ich. Nee, Offenbach war ich nicht, das war anders. Wenn ihr fangt, dann nicht. Aber es gibt, viele Leute haben das hochgeladen und haben dazu geschrieben, dass es ganz woanders war. Ich auch dachte, hey, Bach. Ja, und seitdem bin ich auf TikTok. Warum bin ich da weggerannt? Weil es so ein Spaß war, wegzurennen, weil der mir ja vor laufender Kamera was zu kiffen angeboten hat. Und ich wusste nicht genau, was hält Twitch davon. Wir sind ja sehr Twitch-safe, man hat es ja eben an der Sprachdurchsage auch gemerkt. Und ich wollte einfach nichts riskieren. Und deswegen dachte ich mir, ich mache den Spaß und renne einfach suddenly los. Nur hat das natürlich, wie immer, auf TikTok gar keiner verstanden. Und ich bin für die immer noch derjenige, der Angst gehabt hat, nur weil er von einem Dealer angesprochen wurde. Du, dein armer Kollege, leid getan damals. Ja, ich glaube, alle Beteiligten in diesem ganzen Clip können einem halt nur leid tun, einschließlich ich selbst. Das ist halt, ja. Aber das ist der Grund, das war einfach irgendwie so als Witz gemeint, aber es war wahrscheinlich zu trocken für die Leute, die das dann später auf TikTok gesehen haben. Genau, lustig, wir haben uns alle totgelacht. Das freut mich, ja. Haben viele gelacht. Ich glaube nur meistens über mich. Aber war super lustig. Geil. Ich denke dir, bester Mann. Bester Mann, aber du selbst noch. Geil. Eine Frage haben wir noch, oder? Klingt ja nicht sehr heiser. Nee, okay, so. Hi, du bist der? Rudi. Rudi. Ich wollte fragen, was würdest du machen, könntest du nicht streamen? Also, wenn du nicht streamst. Den Stream vorbereiten? Nein, also, wenn du nicht streamst.
Ja, ich mache ja schon noch Sachen nebenbei. Ich habe noch Programmiererkunden von früher, die immer heulen, wenn ich sage, ja, ich habe jetzt eigentlich nicht mehr so viel Zeit. Und dann schreiben sie mir, nein, bitte, bitte, keiner kapiert die Software, weil der Quellcode, den du geschrieben hast, so komplex und so verwirrend ist, dass kein anderer Programmierer das übernehmen möchte. Entsprechend warte ich die noch, also habe so Wartungsverträge mit denen. Und dann mache ich auch noch Streams für andere. Und das ist eigentlich ein ganz geiler Mix, weil so habe ich immer irgendwas zu tun. Entweder am Schreibtisch oder unterwegs oder beides. Also mobiler Schreibtisch. Ja. Was möchtest du gerne machen, wenn du dich Streamer bist? Tierarzt. Oh, das ist geil. Ich glaube, Tierarzt ist ein sehr dankbarer Beruf, weil man hat spontan wahrscheinlich immer viel zu tun, weil da die ganzen Einsätze wahrscheinlich auch mal viele Notfälle dabei sind, aber Leute sind glücklich. Also meistens, kommt halt drauf an, aber ab und zu. Das ist cool. Ey, viel Erfolg dabei und danke für deine Frage. Das bringt uns aber tatsächlich zu der beruflichen Komponente, die ich mit euch gerne besprechen möchte. Moment, ich muss mal kurz hier was vorbereiten. Ich muss ganz kurz hier eine PowerPoint-Präsentation, Moment, noch nicht zeigen, wer ihr zeigt. Ich muss noch was machen, wer ihr zeigt. Das ist noch alles geheim. Moment, keiner zeigt irgendwas. Okay, jetzt sieht man wahrscheinlich die violette Fläche auf den sogenannten Leinwänden links und rechts, oder? Geil. Okay, und seht ihr das auch, dieses wunderschöne Bild? Ja. Oh, und man sieht, dass ich mich Vorbild gemacht habe. Geil. Und man sieht noch den Mauszeiger. Oh, ich liebe diese Professionalität hier. Geil. Informatiker. Okay. Informatiker, genau. Merkt man direkt. Yay. Ich habe folgende Präsentation vorbereitet unter dem Motto Press Start. Should I be an IRL-Streamer or Gaming-Streamer? Ich dachte Englisch, weil international. Und damit das Ganze noch professioneller klingt, hat es den Untertitel, eine Präsentation basiert auf der profunden Analyse systematischer Reflexion bis auf die politische Erkenntnisse, bekannte Vorgehensweise in der komplexen Facetten-Game-DL-Szene, sowohl zu detaillierten Wissen zur Entwicklung an externen Wissensgruppen als auch zur nachhaltigen Aktivierung des eigenen Erfahrungs- und Wissensspektrums. Das war so ein bisschen mein Ansatz, um das Ganze noch etwas wissenschaftlicher klingen zu lassen. Genau, weil die Frage ist, also kleiner Reaction-Hinweis noch, bin auf die Präsentation nicht innerhalb der ersten 24 Sekunden nach Ausstrahlung reagieren. So ein kleiner Service-Hinweis für die ganzen Reaction-Streamer. Kurz noch zu mir, falls ihr mich nicht kennt. Mein Name ist Adam, Twitch-Nick ist Skyline for Life, lasst mir doch einen Follow da. Ich bin Erfinder von IRL, wurde ja folgerichtig in der Anmoderation schon gesagt. IRL ist eigentlich die Abkürzung für Ich übertrage Leben. Viele sagen das falsch, ich weiß nicht, wo das herkommt, aber ich meine, ich werde es am besten wissen, weil ich habe es erfunden, also mit Verlaub, aber ich spiele aber auch Spielchen, zum Beispiel Age of Empires 2. Ich glaube, da sind viele noch nicht geboren worden, die auf der Gamescom sind. Super Mario, Tetris, MetaQuest 3. Wer hat die sich geholt? MetaQuest 3? Okay, viele. Mein größtes Ziel im spielerischen Sinne ist, dass ich mir jahrelang so viel Freizeit anspare, dass ich irgendwann genug habe für GTA 6. Ich weiß nur gar nicht, wer früher fertig ist, ob ich fertig bin mit Freizeit ansparen, weil ich dann irgendwie genug verdient habe, oder ob GTA 6 fertig ist. Und nochmal, damit es hier noch ganz emotional wird, meine größte Sorge ist die künstliche Intelligenz, weil sie eine Bedrohung ist für Zeichner, Musiker, Synchronsprecher, Autoren und vieles mehr. Und natürlich auch mal die weiblichen Bonbons dazu. Aber ich versuche die noch so weit in die Streams mit zu integrieren, wie zum Beispiel mit KI-Songs, dass ich versuche, die KI zu finden, dass ich die KI bekämpfe und sie nicht uns. Ich weiß noch nicht, ob ich damit alleine stehe, nur einfach mal zum Vergleich, die größten Sorgen berühmter Leute. Da hätten wir zum Beispiel einmal ich selbst mit der künstlichen Intelligenz. Bei Mario Barth ist die größte Sorge das Gendern, kann man halt machen. Bei Max Stradin ist es, wenn Zabix mit dem anderen streamt. Und so hat nur jeder seine eigenen Sorgen. Einfach nur mal zum Vergleich. Regie kriegt man die Prise mit drauf. Sagt Bescheid, wenn ich zu langsam, zu schnell bin. Damit wir das im Stream natürlich auch mit drauf haben. Das Signal nicht. Schade, ist immer gut, wenn man abends zusammen extra testet. Aber ihr macht das, ne? Aber Flo, sag mir Bescheid, weil ich hab Kopfdings raus, ne? Okay, ich hab hier nebenbei noch ein Stream laufen mit 11.000 Zuschauern. Dann kurz noch zu mir, ich bin ja auch Produzent, wir haben das Thema eben gehabt. Für diese Leute habe ich bisher Livestreams gemacht. Problem ist, ich habe die nicht alle auf eine Folie bekommen. Für die haben wir auch noch alle Livestreams gemacht. Ich habe einfach, um das einfacher zu machen, habe ich irgendwie darauf verzichtet, das noch weiter fortzuführen. Ich habe jetzt einfach nochmal eine Liste, für wen wir keine Streams bisher gemacht haben. Da wäre einerseits Gronkh, das hat sich bisher einfach nicht ergeben. Shuyoka hat sich auch noch nicht ergeben, glaube ich. Speed, der ist halt irgendwie viel unterwegs, deswegen hat sich auch noch nicht ergeben. Und auch Max Stradin, das hat persönliche Gründe. So, dann ist jetzt natürlich die Frage, was brauche ich zum Streamen? Ich vermute, die Kameramänner wissen nicht gerade, weil live ist oder so, die Regie kämpft mit dem Ton von.
Ja, erstmal vielen Dank für euer Feedback. Ich glaube, die sind alle dran, ja. Shit. Aber irgendwie hört es ja anscheinend. Was braucht man zum Streamen? Jetzt ist halt die Frage, wie ist momentan der Status bei euch? Wollt ihr lieber Gaming-Streamer werden oder IRL-Streamer? Wer ist für Gaming-Streamer? Oha! Wer würde gerne IRL-Streamer werden? Ja, ich kann euch raten. Tut euch das an. Wer möchte gar nichts von beiden werden bisher? Okay, vielleicht kann ich euch noch überzeugen. Weil wichtig ist ja erstmal vorher zu wissen, was braucht man, damit man halt gut streamen kann. Zum Spielen bräuchte man eigentlich nur ganz normales Gaming-Equipment. Ich empfehle da was von Predator. Also ihr braucht einfach einen Rechner, einen Monitor, eine Tastatur. Beim IRL-Streaming ist es eigentlich ein bisschen komplexer. Also zumindest meiner Meinung nach, wenn man versucht, das ordentlich abzubilden. Ich habe einfach mal hier mein ganzes Setup einmal abgebildet. Im Grunde, wenn ihr das alles gekauft habt, dann seid ihr schon ganz gut dabei. Ist ein bisschen verpixelt, weil ich das so leicht runterskalieren musste, aber das ermöglicht euch dann auch das Streamen mit mehreren Kameraperspektiven und vieles mehr. Ich gebe euch, wenn ihr VIP-Zugang habt auf meiner Webseite, im Anschluss einen Link zur Präsentation zum Download. Kurz Werbung, okay, Ausrufezeichen. Wenn ihr euch euer Holy Starter Set Deluxe gönnen wollt, dann habt ihr 42 Optionen, inklusive Shaker, diese ehrenlose Werbeeinblendung. Einfach für 44,99 Euro, das ist der Rabatt mit dem Code Adam auch schon eingerechnet. Wer hat Bock, Holy heute umsonst zu bekommen? Hier! Oha! Zufälligerweise habe ich Holy gerade da. Ich habe zum Beispiel die Hydration Kokonussorte. Ey! Das hat keine Werbung, was hier gerade ist. Da ist natürlich die Frage, ich darf ja auch runterjumpen, ne? Oh, aber das ist immer so hoch für alte Menschen. Okay, da ist natürlich die Frage, du willst doch bestimmt gewinnen, oder? Auf jeden Fall. Ich habe extra meine Kokonussorte im Auto gelassen, damit ich die kriegen kann. Das ist sehr vorbildlich. Die hast du natürlich bestellt mit meinem Code, oder? Auf jeden Fall. Es ist die einzige Frage, mit welchem Code bestellt man immer Holy? Mit Code Adam. Yes! Bitteschön. Ich habe leider... nächstes Mal kriegst du auch einen Shaker noch dazu. Darf man hier drauf gehen, um noch einzukommen? Flo, du bist Bühnenmensch, du weißt das. Ist das eine sogenannte Treppe? Nicht. Aber geht. Noch ist nicht ganz das Gesicht drauf. Okay. Geil. Genau, das kommt Adam. Das war's mit der Werbung. Ja, hier an der Stelle wäre jetzt Eva Score gekommen. Sie entschuldigt sich. Sie hat es nicht geschafft. Sie hat mir vorhin eine süße PM geschrieben. Die habe ich gelesen, erst nachdem ich sie schon 5-mal im Stream vorhin auch angekündigt habe. Sie hätte nämlich jetzt sonst den Dino-Dance-Titel gesungen. Ich hätte euch jetzt gerne die Alternative gegeben. Und euch auch Dino Dance vorgesungen. Ich glaube, ich weiß aber nicht, ob das so funktioniert. Also ich glaube nicht, allein von der Stimme her. Wenn ihr wollt, ich kann euch kurz was davon vorrappen, weil ich glaube, wer danach noch hier geblieben ist, obwohl ich kurz was gerappt habe, der hat dann auch einen Gewinn verdient. Okay, ich muss nur kurz, wie machen wir das denn jetzt am besten? Ich habe so ein Beat hier draufgepackt. Kurz überlegen. Ich glaube, ich mache das auf die Box einfach, dann mache ich das hier so dran. Ich bin nicht ganz sicher, ob das mit dem Ton alles klappt, wenn die Jungs dann noch was drin sind. Ich mach das hier einfach so ein bisschen drauf. Ich habe hier meinen kleinen Soundtext. Der geht auch nur eine Minute. Ich muss kurz hochfahren. Hat irgendjemand noch den Chat offen? Warte mal, ich habe hier selbst den Chat. Das ist ja geil. Ja, ich muss kurz halten, dann rein da drauf. Oh, zum ersten Mal gechattet? Bitte nicht. Gleich fette Rückkopplung und alle taub. Naja, oh, zwei Bitcoin-Symbole. Langweilig. Guck mal, das ist so der Chat, wenn man ihn für Non-Subs hat. Adam ist auch gar nichts peinlich. Ja gut, aber ihr guckt ja mich. Also ihr wusstet ja, dass so eine Scheiße kommt, also so ein Blödsinn kommt, oder? Das wusstet ihr. Okay, ich mach kurz Beat-Test. Oh ja, das ist gut. Das ist auch so ein Happy Beat. Achso, muss ich das auch noch hingehalten? Das klappt ja gar nicht, was soll ich das denn machen? Okay. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie ich mich so fühle, denn ich stehe jetzt einfach auf der Gamescom auf der Bühne. Aber falls sich wer wegen dem Programm hier beschwert, ich mach's nicht so wie Monte mit einem Schärfe-Wettbewerb. Yeah, ich rufe Streams mehr Kilometer, als Leute zuschauten. Doch dann endlich später merkte ich, wie sich alles auszahlt, 50 Monde, 10 jetzt in eurem Haushalt. Siehst du einen guten Stream, der draußen spielt?
Ist die Chance hoch? Ich hab ihn produziert, ich arbeite für andere und dann wieder schnell. Stream mich selbst für Tausende, denn ich liebe IRL. Es entstanden Freundschaften, die mit Herrn Knossaller. Unsere Streams zusammen, immer lustig und voll Baller. Eine Sache ist wichtig, darum hab ich eine Bitte. Sag deiner Mutter Bescheid, bevor ich sie gleich grüße. Na, hast du einen Erfinder gefunden? Ja, denn Adam hat IRL erfunden. Wer hat sich zuerst ins Internet verbunden? Adam, denn er hat IRL erfunden. Na, hast du einen Erfinder gefunden? Ja, denn Adam hat IRL erfunden. Oh, Sub-Sound. Die Unterbrechung jetzt für diese Subspende. Ganz lieben Dank für den Chatspieler, gerade für diese Subspende. War komplett perfekt. Er hätte mich so jetzt gerade begrüßen können. Ja, hallo, Mann. Ich hätte so aus dem Konzept bringen können. Perfekter Zeitpunkt, weil es gab keine weitere Strophen. Sehr, sehr gut. Danke für deine vielen, vielen Subs. Vielen, vielen Dank. Wir machen weiter in einer kleinen Präsentation. Das war mein Ersatz für die Score. Ich muss ganz kurz hier in dieser Slide-Dings. Oh, warte, ich hoffe, ich soll nicht spoilern. Warte. Ja, wir kommen zum Quiz. Wir sind gut in der Zeit. Auf uns gesagt. Ich Amateur. Zum Glück mache ich keine Projekte von den Kunden. Nee, ich möchte echt sein. Ich kriege den Jungs jetzt auch so. So. Danke nach wie vor für alle Lautsprecher, Grüße und Spenden. Ich kriege das zeitlich nicht hin, weil sonst läuft das dann die ganze Zeit. Okay, Leute, wer denkt von euch, dass er ein guter Gamer ist? Okay. Oh, ich glaube, ich muss noch sowas einbauen in eine typische Bühnenpräsentation wie ich kann euch nicht hören. Okay, und wer hat auch Ahnung von der Gamescom? Wer sagt, er kennt sich hier auch einigermaßen aus? Nee. Oh, da werden sich direkt weniger. Wir haben hier zwei. Melden sich immer noch irgendwo welche? Ah, da ist einer. Oh, danke. Boah, wie wählen wir das denn jetzt aus? Wer hat den weitesten Weg von euch? Oder warte mal, wer von euch hat heute zufällig Geburtstag? Du hast Geburtstag. Dann kriegst du auf jeden Fall einen Teil des Gewinns. Und du brauchst noch nicht mal dafür spielen. Ist das nicht geil? Kommt dann gleich. Du meldest dich, weil du Geburtstag hast? Du hattest am Dienstag. Willst du mitspielen? Hast du? Du hast am Donnerstag. Kannst du das mit deinem Ausweisdokument nachweisen? Denn du wirkst eher wie der Schnacker, mit Verlaub. Du willst trotzdem gerne mitmachen? Okay. Nachricht ist angekommen. Hast du ein offizielles Ausweisdokument, das du auf keinen Fall in die Kamera hältst? Dann komm mit mir. Und wir spielen ein Quiz, bestehend aus 4 Fragen. Da du so intensiv nach dem Ausweisdokument suchst, glaube ich dir das auch. Du erscheinst glaubwürdig. Sehr gut, ich hab's gesehen. Sehr gut. Komm mit mir. Du musst einmal 500 Meter nach Nordost. Dort gehst du über die Westtangente hinter dem. Also komm, geh einfach mal kurz in die Richtung, wir dirigieren dich. Einmal drehen und 90 Grad nach links. Genau, geradeaus. Warm. Genau, geradeaus. Jetzt leicht und rechts fahren. Genau, geradeaus. Und heiß. Ja, schon fast da. Ja, okay, weiter. Genau, jetzt gerade. Nein, falsch. Du willst einfach hier vorne durchgehen. Oder? Wo ist er denn? Wo bist du denn? Ach, da bist du rein. Grüß dich. Du hast ja gar nicht gesagt, ne? Ich bin der Noah. Oh, mein Gesichtsgedächtnis. Es ist immer von Vorteil, wenn man bei so vielen Leuten die gleichen Leute auf die Bühne holt und denen immer wieder die gleiche Chance gibt. Das ist sehr geil. Okay, ich habe ein Quiz vorbereitet. Und zwar haben wir einfach 4 Fragen. Wer von euch, wo wir schon beim Gaming sind, kennt You Don't Know Jack von früher? Ich habe versucht, das Quiz so ein bisschen in dem Stil zu halten. Kennst du noch You Don't Know Jack? Macht aber nichts, musst du auch gar nicht wissen. Hier kommt deine erste Frage, Noah. Und zwar, für viele, ja genau, nimm einfach das Mikro und ich glaube, je näher, desto besser. Ne? Da freut sich auch immer die Bühnentechnik, glaube ich, wenn man immer direkt so. Und zwar, die Frage ist, für viele sind einige Spielneuzugänge ein Traum. Zu welchem Stand musst du gehen, um kleine Albträume zu erleben? Daiban, Bandai, Beindan, Daidai. Ich würde jetzt sagen, Nummer 2. Es ist nämlich Bandai. Viele kennen diesen Spielehersteller und wir waren gestern im Stream zu Besuch. Geil, du hast die erste Frage schon richtig. Das ist schon sehr geil. Frage 2. Noah,
Du hast mal wieder den kleinen Erik, 4 Jahre alt, und die Martha, 5 Jahre mit dabei. Willst du aber auf die Games kommen? Was tust du? Du nimmst beide mit rein, das wird schon. Du hinterlässt Erik am Bahnhof Messe Deutz bei Bekannten oder irgendwo anders, wo er sicher ist. Beide Kinder müssen weg, also temporär weg. Oder ein vorbildlich ausgefüllter Mutti-Zettel wird euer Begleiter. Also ich glaube, man kann 4 Jahre alte Personen nicht mitnehmen. Also würde ich jetzt sagen, ich lasse den Erik bei einer vertrauenswürdigen Person. Das ist auf jeden Fall ein guter Ansatz. Jetzt ist es natürlich auch so, dass es ein Mindestalter auf der Gamescom gibt. Und das ist wahnsinnig niedrig tatsächlich. Ich bleibe trotzdem dabei, weil ich denke, der darf ja dann eh nichts spielen, von daher. Okay, 200 Euro, wenn du Tor 2 an der Stadt spielst. Okay, ich würde dich bitten, was anderes. Damit ich einfach dieses Erfolgserlebnis habe, dass ich mal einen Quiz habe, der alles richtig hat. Das ist dein Joker. Ja, auf einmal Joker erfunden. Joker sagt, nimm lieber was anderes. Da nehme ich ein vorbildlich ausgefüllter Mutti-Zettel und wird uns unser Begleiter. Hey Noah, man muss echt gar nicht so alt sein, um auf die Gamescom zu kommen. Okay. Soll ich dann jetzt 3 nehmen? Nein, ich nehme die 1. 3 wäre auf jeden Fall ein Statement auch dann an deine Partnerin, falls du vorhanden oder für die Zukunft oder für deine Partner. Aber 1 ist richtig. Ja, Glückwunsch! Sehr, sehr gut. Dann aber Frage 3. Regelmäßig pflegen Leute ihre Freunde auf der Gamescom nach einem anstrengenden Tag an, nach Hause zu gehen. Welcher Ausruf kann dabei besonders oft vorkommen? Smashy, komm ran jetzt, Smushy, come home, Smishy, go away oder Smushy, let's go? Ja, Jetzt wollen wir natürlich strategisch arbeiten. Also von oben nach unten? Entweder das oder? Wir überlegen uns, was soll das alles überhaupt? Warum hat er das gebastelt und warum kommt er so um die Ecke? Weil es könnte ja, dieser Ausruf wird wahrscheinlich vielleicht deswegen häufig vorkommen, weil genau dieser Ausdruck irgendeine Rolle spielt. Weiß irgendjemand von euch schon die Antwort? Ja, 5! 5 ist ein guter Einruf. Danke. Und sorgt auf jeden Fall für mehr Verunsicherung hier auf der Bühne. Denn die Option 5 ist gar nicht vorhanden. Kann ich alles nehmen? Das ist besser als Nummer. Ja, du kannst alles nehmen und damit hast du automatisch die Nummer 2 und das ist richtig, Noah, richtig gut. Und damit zeigt sich, man muss nur kreativ genug sein. Nee, weil tatsächlich das Spiel, es ist ein Spiel, was wir eben gesehen haben und das heißt genau so, wie es zu sehen war. Jetzt habe ich ein bisschen KI-Generator wieder angeworfen. Beide Titel, die hier zu sehen sind, haben ein Cover. Oh, ist Anruf? Ich gehe sonst mal. Achso, okay. Latschett, was bei und dir? Zwar, welches existiert und welches Moment, von was weg ist nicht? Egal. Okay. Wir haben beide. Ich finde, beide Cover sehen jetzt nicht so geil aus. Aber eins existiert wirklich und gibt es hier auf der Gamescom. Hast du eine Vermutung, welches das sein könnte? Also, eins sieht sehr basic aus, 2 sieht sehr wild aus. Yes. Ja, bist mal so ins Blaue geraten, damit ich dann schon einen Aufhänger habe. Schreib's in den Chat rein. Ich bin für Once Upon a Jester. Links ist 1. Und das ist richtig! Und zwar, achso, die Frage ist ja existiert nicht. Achso, ja, dann ja, das war genau, Once Upon a Jester, oder wie auch immer das ausgesprochen wird, ist tatsächlich ein Spieltitel, welches hier auf der Gamescom repräsentiert wird. Das andere existiert also nicht. Das ist richtig! Noah, Glückwunsch! Ah, okay, diese Folie kommt noch nicht dran. Okay, geil. Noah, ich habe eben live on stream, weil ich mache schon die ganze Zeit. Ach, hier sind Getränke, das ist ja geil. Willst du was trinken? Setz dich doch. Willst du ein stilles Wasser oder ein stilles Wasser? Ich nehme stilles Wasser, danke. Noah, folgendes. Ich bin die ganze Zeit jetzt eben unterwegs gewesen, weil ich ja schon den Stream seit 11 Uhr anhabe. Nur Gott weiß, warum ich so etwas tue und so stundenlang unter der Menschenmenge unterwegs bin. Prost auf dein Gewinn. Achso, ich hab dir gleich eingeschenkt. Mach das, danke. Entschuldigung. Und ich habe während dieser Zeit, als ich unterwegs war, ein paar Giveaways eingesammelt. Wie... Ah ja, danke, Prost. Danke dir. Wie viel Anime-Kenntnisse oder was bevorzugst du so aus dem ganzen Genre? Bist du damit affin? Also, ich kenne einige Animes, ja. Oh, das ist gut! Geil! Dann habe ich... Oh Gott, der ganze Tisch ist ja voll. Also, wir waren ein bisschen im Shopping-Rausch. Wir haben vorhin
Vielleicht hat ja hat vorhin irgendjemand den Stream sogar gesehen? Nee, man kann ja auch nicht sammeln. Seid ihr auf der Gamescom? Ist ja völlig klar. Ich nehme auch mehrere Sachen. Oh, dann bist du hier gar richtig. Okay, Noah. Ich glaube, das dauert jetzt länger, deswegen müssen wir uns setzen. Wir haben eine Pop, Funko Pop. Puppe? Wie heißt das? Figur? Von Onami. Ja. Sagt dir das jetzt schon mehr als mir? Ja, also ich kenne One Piece, ja. Also. Ja, geil, guck mal, da hast du den richtigen erwischt. Wie geil ist das denn? Aber nicht nur das ist dein Gewinn. Ja, spendet gerne Applaus, denn das ist die Währung des kleinen Mannes. Noah einfach Ninja hinunter, schreibt jemand im Chat. Oh, soll ich euch eigentlich den Chat auf den Monitor drauf machen? Ja, geil, ne? Ihr seid fast so viele wie der Chat, das ist richtig cool. Hey, guck mal, auch so schön White Mode, ne? Damit hier damit der Shitstorm auf dem Chat wieder groß ist. So, guck mal, Emotes. Ah, dann siehst du den sogar auf, wie geil. Das ist alles, damit ihr auch mal seht und euch überlegen könnt in der nächsten Zeit, ob ihr hier auf der Gamescom noch eine Lootbag für 100 Euro kauft. Das ist ein typischer Inhalt einer Lootbag. Ja, das nächste, was auch in dieser Tüte mit drin war, ist Roronoazor. Zorro heißt der. Zorro, ja. Ja, ich hab's auf Albanisch ausgesprochen. Willst du das? Also du kannst was damit anfangen und das ist auch etwas, worüber dich abermals freust. Geil, dann hier bitteschön. Geil. Noah, es geht fröhlich weiter. Hier ist Werbung. Oh, danke. Da freue ich mich am meisten. Chopperemon. Die nächste Funko-Pop-Packung. Hier waren wirklich in dieser 100-Euro-Loot-Packung waren einfach drei Funko-Pop-Packungen drin. Ja, Chopper halt. Chopper halt, man kennt ja. Was schätzt du, was ist der eigentliche Wert dieser Funko-Pop-Packung? Weil das haben wir gestern nämlich die ganze Zeit gesehen. So. Normalerweise kostet so ein Funko-Pop 15 Euro. Ah, dann sind wir schon gut dabei, denn das sind ungefähr 45 Euro. Ich mach mir, weil das hier so für uns, also für mich Rentner ist das hier so klein, ich mach kurz den Text größer. Ah, oh, schön groß. Oh, für euch zu groß? Weil es gab so einen Raum dann von der linken Ecke. Diese Originaltüte, die ich vorhin erworben habe, hat noch... der Dings hier. Der Monkey D. Luffy. Yeah. Danke. Wichtig ist, dass du was damit anfangen kannst. Ja, das freut es mich tausendmal mehr, als wenn ich das am Bahnhof Westdeutz abstelle. Das ist gut. Geil. Dann ist hier eine Autogrammkarte für einen Creator, den ich gestern im Creator-Bereich interviewt habe. Und 100 Euro hat diese Bag gekostet, nur nochmal für euch zur Transparenz, weil der letzte Inhalt sind noch Sammelkarten von One Piece. Sammle ich persönlich nicht, aber wenn jemand anders will, der kann die haben. Sehr geil. Dann kannst du es gleich verteilen, auch heimlich in die Menge werfen. Noah, das ist aber nicht alles. Hast du schon genug? Kriege ich noch mehr, wenn ich Nein sage? Ja, das habe ich auch gerade überlegt, mit welcher Logik ich jetzt mit dieser Frage vorgehe. Du kriegst noch. Darf ich das in die Tüte tun? Achso, na klar. Wir geben dir, glaube ich, auch gleich einen kompletten Einkaufswagen mit, damit du das irgendwie schieben kannst. Ah, danke. Aber genau, wir starten mal mit dieser Tüte. Ich halte sie auf. Und wie ist es auf der Bühne? Ungewöhnlich. Ja, ich weiß. Vor allem auch so, weil man sich so komisch selbst hört, ne? Also für mich ist es zum Beispiel auch ungewohnt, sich jetzt so zu hören mit so einer Beschallung. Aber ich finde es ehrlich gesagt jetzt gerade angenehmer als im Stream, wenn man durch die Gänge, weil es halt so voll ist heute. Wie erträgt man das in diesen ganz vollen Gängen? Man kann einfach nur weitergehen, ne? Ja, manchmal ein bisschen genervt werden, aber ansonsten geht es. Ja. Ich muss kurz trinken, sorry, ich habe vergessen zu trinken. Okay, Noah. Ja, mal einen Baum machen. Suchst du was Bestimmtes? Du musst los zum Bahnhof. Baumer, gestern und heute die ganze Zeit im Einsatz gewesen, musst jetzt aber nach Hause. Welches Kabel brauchst du? Mir heute Morgen geliehen, das C-Kabel. Ja, warte, guck ich mal in meine Hosentasche noch. Moment. Ja, das müssen wir kurz zwischendurch hier lösen, weil Personal muss los. Das hast du! Wer bist du, Unbekannter? Spaß. Diebstahl. Das ist mein Powerbank, gell? Ja, hab ich. Geil! Alles fertig! Danke dir, mach's gut. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Der arme Junge, er wollte einfach nur fahren und suchte sein Kabel. Okay, Noah. Hast du dieses Spiel mitbekommen? Dieses Inside, dieses Spiel mit der Katze?
was so eine Alternative zu den Sims ist. Ja, ich glaube schon. Also, schon mal gehört, ja. Und hört man, es ist eine Warteschlange da jedes Mal. Und viele Leute warten auf die Gelegenheit, dieses Spiel zu spielen. Und ich kann dir auch das Spiel nicht ermöglichen, aber ich habe eine Lootback. Also für deinen Einstieg, die haben selbst gesagt, dass sie gar nicht wissen, wann das Spiel rauskommt. Das ist auch wild, dass sie jetzt schon dafür Werbung machen, aber das Spiel ist noch gar nicht released. Hier ist eine komplette Loot-Tüte von Insoy mit einem wunderschönen, oh, ist das nicht süß. Magst du Katzen noch? Ich liebe Katzen über alles, meine Freundin auch, von daher. Das ist super, ich mag nämlich Katzen nicht und deswegen bin ich froh, dir das zu schenken. Na, ja, Entschuldigung. Ehrenlos. Bin halt eher so der Hundetyp, tut mir leid, aber so ultra süß. Ich mag das immer, wenn die Katzen so süß aussehen, bevor sie draußen Tiere aufreißen. Einfach Spaß, ich mag auch Katzen. Okay. Das ist für dich. Da drin ist außerdem ein zugeschweißtes Notizbuch. Danke. Geil. Dann haben wir von innen Zeug. Oh, Noah, endlich ein Fächer. Dann haben wir, dankeschön, dann haben wir eine Postkarte oder so. Also ein kleines Kartenset sogar, mehrere Karten sind da drin. Man schreibt im Chat Stimmung. Danke. Naja, das ist so ein Running Gag, aber ich muss tatsächlich irgendwie dran arbeiten, dass es irgendwie nicht ganz so falsch rüberkommt mit den Katzen. Ich hatte nur immer so ein bisschen schlechte Erfahrung mit den Katzen meiner Mutter. Die hat immer in der Nacht rumgeschrien. Die hat wirklich so, als ich dafür jedes Mal die stört. Das hat mir ein bisschen leid getan. Immer noch. Das ist wirklich immer so ein bisschen auf Distanz, wo sie gegangen. Ich glaube, noch ein Fächer, aber nicht ganz so dezent mit der eben. Glückwunsch dazu. Danke. Ja, sinnlos, dass ich das alles anzugebe, weil ich kann es auch in meiner Tür lassen. Aber gut, wir zeigen es halt. Schlüsselanhänger, noch ein Aufkleber. Schenkt ihr jetzt alles an der Person? Oh nein, ihr kriegt gerade raus. Es lohnt sich jetzt noch hier dabei zu bleiben. Denn ich habe nicht nur eine Bag geshoppt. Ich habe nicht drei Bags geshoppt. Ich habe zwei geshoppt. Und die zweite werde ich gleich auch noch ausleihen. Wir haben hier so ein komisches Flower. So, ja, da drückt man, glaube ich, drauf, wenn man Stress hat und dann tut das Handgelenk weh. Stressball. Ja, Stressball. Nur als Herzform. Und noch ein Kugelschreiber, wo die Mini nicht rauskommt. Glückwunsch dazu. Ich gebe dir mal die komplette Tüte. Dann hast du da dein Goodie-Bag. Vielen Dank. Noah, es hat mich sehr gefreut, dass du mitgemacht hast bei diesem Quiz und alle Fragen richtig beantwortet hast. Danke. Beim ersten Versuch. Mach's gut und viel Spaß. Bis bald. Ja. Ciao, ciao. Akromaffin 33 schreibt, wieso kriegt er die halbe Gamescom-Loot? Ja, weil er vier Fragen richtig beantwortet hat. Er hat das einzige Quiz, was er zustande bekommen hat, hat er richtig komplett durch. Also da muss man auch belohnt werden. Vor allem auch für die Loot, auf die Bühne zu kommen. Wer traut sich absolut gar nicht, auf die Bühne zu kommen? Okay, dann hole ich euch natürlich respektvollerweise auch noch auf die Bühne, ne? Das ist natürlich klar. Du bekommst da auch noch was. Danke. Nicht, dass ich jetzt schon wieder das Kind verwechsel. Du warst das, ne? Genau, okay. Und zwar bringe ich dir jetzt was. Ich muss mal kurz gucken, auf was du so stehen könntest, beziehungsweise was dein Interesse ist. Ich muss mal selbst mal schauen, weil ich in dem ganzen Konsumrausch gar nicht mehr weiß. Ach scheiße, wir müssen ja noch diesen Entschuldigung, ich meine Shit, wir müssen... Hier steht ein Flügel. Cool. Okay, ich habe hier eine komplett eingepackte Lootbox noch. Die habe ich auch eben im Stream gekauft. Mein Lieber, willst du mit auf die Bühne sogar oder willst du eher so chillig im Publikum bleiben? Ja, okay. Hier so draußen rum und dann begrüßen wir uns gleich hier. Und jetzt brauche ich etwas, was ihr gar nicht mit auf die Gamescom nehmen darf. Nämlich ein Messer, einen scharfen Gegenstand, irgendwas, womit man viel Ärger erzeugen kann, damit ich irgendwie diesen Karton öffnen kann. Weil sonst, ich weiß gar nicht, wer es öffnen kann. Oh, wird dir geholfen? Sehr gut. Von mir jedenfalls nicht, aber dann kann alle, die da mithelfen. Nur, wir haben. Oh, ich hab eben. Hi. Entschuldigung, du hast ja gleich nur. Wie ist dein Name? Pascal. Pascal, grüße dich. Ich habe eben im Stream diese Mystery Box gekauft. Und wir wissen auch hier wieder nicht, was da drin ist. Ihr kennt aber alle den Stand wahrscheinlich, ne, von Mike's Mystery Box. Jetzt erkennen wir, oder jetzt gucken wir mal, was wirklich in der allergrößten Box da drin ist. Ich glaube, Chat, das war doch ein Hoodie, oder? Der es gekostet hat. Also mindestens 100 Euro. Pascal. Sehr gut. Wo kommst du her? Also aus Hamburg. Was magst du am besten? Bist du eher so im Anime-Segment oder guckst du gerne Serien, Filme? Also meistens Serien und Filme, aber auch manchmal Anime. Ja, cool. Ich glaube, wir haben einen coolen Mix hier. Hier ist ja auch auf der Packung gar nicht zu erkennen, was da drin sein könnte. Und ja, jetzt versuche ich das irgendwie zu öffnen. Wir brauchen wirklich irgendeinen Gegenstand. Okay.
Pferd, vielen Dank. Das bitte nicht zu Hause nachmachen. Ich öffne das mal ganz schnell. Aber so frisch ist die Ware, dass wir sie noch gar nicht geöffnet haben, weil ich sie gerade on-stream gekauft habe. Schaust du manchmal meine Streams? Ja, das ist gut. Aber jetzt werden wir uns erkennen. Und das ist die Hauptsache. Oh, sorry, ja, danke. Ich bin Adam. Mein Kanal ist Garnet for Life. Kennst du Knossi? Aber ich gucke ihn nicht, ja, aber ich gucke ihn nicht. Das ist eine sehr gute Entscheidung. Kennst du Monte? Ja, aber ich gucke ihn auch nicht. Diese Entscheidung ist noch besser. Welche Streamer guckst du bei Twitch? Also ich habe noch gar keinen Twitch. Sehr vorbildlich. Beste Entscheidung. Das ist gut. Ist auch nur eigentlich, also man verpasst nichts, würde ich sagen. Also ich habe einen Twitch-Kanal und ich bin dabei immer unterwegs und ich mache dann so Blödsinn wie hier, eigentlich so fast 100% improvisiert, und wenn ich denke, oh nein, das kann ich ja gar nicht improvisieren, dann baue ich eine billige Präsentation, das ist so ungefähr mein Programm. Und dann ermuntert mich immer der Live-Chat, weil immer sehr viele Leute dabei mir zuschauen, mich dazu, dass ich auch unterwegs, wenn ich jetzt zum Beispiel hier auf der Gamescom unterwegs bin, mir Sachen kaufe, und da habe ich mir eben diese große Kiste hier geholt, mit Warenwert von über 100 Euro, aber ich habe 100 Euro dafür bezahlt. Magst du Dragon Ball Z? Dann hast du hier ein, wir müssen transparent sein, ein Papp-Bilderrahmen mit dem Motiv von Dragon Ball. Das ist das erste Element aus dieser ganzen Lootbox. Oh, Max und Zelda. Was? Max und Zelda? Ja, hat meine Schwester gespielt. Oh, das ist gut, vielleicht spielt sie es wieder. Wann hat sie Geburtstag? Weiß ich nicht. Kommt bestimmt bald. Hier hättest du die beste Grundlage für ein geiles Geburtstagsgeschenk für deine Schwester. Hier ist einfach ein riesengroßer Zelda. Dein Onkel steht auch Zelda. Es ist cool, genau, du kannst dir überlegen, aber auf jeden Fall willst du das dann in der Familie auch los, und damit ist ja cool, dann beschenken wir die komplette Familie. Das ist geil. Aber Pascal, das ist noch nicht alles. Und zwar, eine super kleine Superman-Tasse. Das ist ja geil. Superman schon mal gesehen? Ja. Mein Vater geguckt, der mag auch Superman. Ich auch. Ihr seid komplett als Familie so in allen den Filmen und Serien und Spielen drin. Das passt ja perfekt. Macht dir keine Sorgen, ich pack das gleich alles in deinen Karton zurück. Das soll jetzt nur für die Fernsehbilder, soll das jetzt so aussehen, dass das viel ist. Also ist ja auch viel. Ich bin mal gleich gespannt auf eure Einschätzung, ob das dann am Ende 100 Euro wert ist. Weil das ist immer so die interessanteste Frage, die ich in den Streams dann am Ende kläre, nachdem der Chat mich dazu verführt hat, wahnsinnig viel Geld auszugeben. Hier gibt es ein Objekt, bei dem ich selbst gar nicht genau weiß, was es ist. Es ist aber auf jeden Fall flauschig und ich halte das Paket rum durch. Das ist ein Bubble Tea. Das ist ein Bubble Tea? Ja. Geil, Glückwunsch. Glaube ich, da kommen sie richtig cool dazu, dazu kuscheln auf dem Sofa oder sowas. Du hast schon eine Kopfbedeckung, wir geben dir aber noch eine Cap mit. Ich bin nicht ganz sicher, ob sie zu groß ist. Und das Motiv, das müssen wir auch noch zusammen einordnen. Was ist das, lieber Chat, aka Publikum? Kennst du den? Rick and Morty, also die Buche von Rick and Morty. Geil! Ja, geil! Und dann mal gucken, ob sie dir steht. Nochmal auf die kleinste Größe, und Chat hat recht, 120 Euro kostet. Hat der Karton gekostet, genau. Gurkenring. Ah, okay. Mal gucken, das könnte passen. Wir haben beide Cap drin. Ist ja geil. Ja, ich will sagen, der Kopf geht ein bisschen runter, aber ist normal. Also, das ist. Ich habe sie gar nicht in die kleinste Stufe eingestellt. Natürlich, du kannst sie einfach da drüber legen. Es ist doch jetzt schon gut, wenn du dich mit der Cap besser auskennst als ich. Ich als jahrelanger Cap-Träger. Ja, so geht. Probier es uns einfach mal später rum. Pascal, hier ist ja noch mehr drin. 120 Euro hat diese Blumentüte gekostet. Wir haben aus Gotham City eine Figur, eine Funko-Pop-Figur noch. Kannst du was damit schon anfangen? Ich glaube, diese Gotham-Filme sind da eher auch erstmal so, steigt man glaube ich später ein. Gotham ist doch mit Batman, oder? Ja. Exakt, ja.
Das ist die Figur. Ich glaube, die wirst du sonst auch gut in der Familie los sein. Was? Notfalls wirst du in der Familie. Einer schreibt im Chat, für ihn ist gerade Weihnachten. Ja, also ich glaube heutzutage schenkt man so viel zu Weihnachten, oder? In Zeiten des kommerziellen... Naja, auf jeden Fall... Oh, hier haben wir nochmal von Rick, von Marty und Rick. Eine Dose, die sehr leicht ist. Das ist also kein Getränk. Was könnte das sein? Ich glaube, das könnte irgendwas sein, womit man auch gerne mal die Lehrer ärgert. Da ist eine Figur drin. Oder so, geil. Wenn du magst, kannst du später einfach in Ruhe auspacken. Und dann hast du nicht so viel Kleinkram und so weiter. Es geht weiter. Ich habe hier... Oh, warte, ich packe das komplett aus, weil das sitzt hier gerade in Folie. Meint ihr, so langsam für 120 Euro ist das okay, was hier drin ist? Nee, noch nicht? Das Geile ist, wir sind alle unabhängig. Also ist ja kein Sponsor zu Hause. Und selbst wenn, dann, nur ehrlich sagen, Upside Moo. Boah, sagt mir gar nichts. Sagt ihr das? Cool aus. Das ist die richtige Einstellung. Sieht auf jeden Fall cool aus. Ah, ist das von Stranger Things? Ich habe Stranger Things, habe ich 2 Folgen geguckt. Und dann nie wieder. Aber vielleicht muss ich dann wieder einschalten. Nicht Stranger Things gucken, aber ich glaube, aus meiner Familie haben welche schon mal das geguckt. Das ist ein guter Punkt, auf jeden Fall eine sehr gute Idee dann von mir als Erwachsener, dir dann jetzt Merchandise zu schenken von einer Serie, die du noch gar nicht gucken darfst, aber bald entweder oder genau, kannst du gern verschenken. Nur noch Stranger Things, dieses braune Monster mit diesem komischen Mund, mit den Zähnen und so drin. Das ist gut, dann bist du schon gut vorbereitet für die Serie, sobald du sie gucken darfst. Wollen wir noch etwas weitermachen aus dem Spider-Man-Universum? Mein Lieblingsfeld ist tatsächlich Spider-Man und ja. Okay, das ist richtig geil. Es gibt hier einen Artikel von Spider-Man, und zwar ist das anscheinend ein Shirt. Das ist witzig, weil der am Stand gesagt hat, da sind keine Klamotten drin. Ich glaube, das ist die so Kinderedition von Spider-Man. Okay, ein T-Shirt mit dem Funko Pops drauf, das ist aber raffiniert. Okay, was es nicht alles gibt. Okay, geil. Ja, cool, dann hast du ein Shirt. Ich hoffe, es ist Größe M. Ja. Ich weiß nicht, ob mir das passt. Sonst wachse ich rein. Gute Idee. Sehr gute Idee. Okay, hier ist noch was drin. Aber wir verlosen gleich auch noch an euch was. Ich habe nämlich noch eine Packung. Ich bin gar nicht mehr durch bei den ganzen Einkäufen, die ich heute gemacht habe. Warum ist da auch noch eine Packung? Ich glaube, das ist von gestern oder sowas. Aber das kriegt ihr dann gleich auf. In einem sehr rabiaten, unseriösen Losverfahren. Ich habe jetzt hier was von Ich einfach unverbesserlich 3. Und zwar ein Spiel. Das ist doch dieses, wie heißt dieses Spiel? Wer bin ich? Genau. Und damit es nochmal richtig kompliziert ist, ist dieses komplette Spiel ein Importprodukt aus UK und nämlich komplett auf Englisch. Cool. Deswegen steht hier auch Match 5 to Win. Also der ideale Einstieg liegt auch in den englischen Bericht. Weiter. Viel Spaß da. Zum Glück war weiß ich. Weil das Stehen geht ganz schön in die Beine. Ja, aber ich glaube, das ist eine gute Gelegenheit, um dann nochmal eins von mir zu kommen und sich dann zusammen die Regeln durchzulesen. Jetzt haben wir noch, auch noch alles in dieser Bank gewesen. LOL Surprise, top Spaß. Schaut nur überhaupt noch immer zu. Hast du damit irgendwas anzufangen? Also weißt du, irgendwie kannst du das schon mal gesehen oder so? Ich weiß, was das ist. Erstmal kurz hinsetzen. Das ist dann auf jeden Fall etwas, was man gerade verschenken kann. Ne? Sehr gut. Dann hast du auf jeden Fall heute noch ein bisschen noch Ergänzung. Auf jeden Fall. Jetzt mal umschalten. Spider-Man, hast du jetzt? So, jetzt seht mich wieder. Schüsse von Spider-Man auch mit dabei. Und dann haben wir zu fast guter Letzt. Ein Spieler ist jetzt da. Hast du gemacht? Zwei zu Spieler von Disney. Auch ein gutes hinsetzen. Achso, Moment, aber ich habe gesagt, das ist nicht als Treffen. Ja, das ist also so ungefähr noch mal zu süß. Naja. Mantis hat mal Moin gesagt. Ich glaube, den habe ich sogar geantwortet. Oh, Sarah ist auch da. Wunderbar.
Und wie geht's euch allen? Sehr gut. Ja, wir haben noch das hier gerade. Das haben wir bald. Kartenspielregeln. Das sind die nicht gegeben. Das ist doch ein bisschen. Und Back to the Future. Hier gibt es ein Retro-S3-Modell. Also sprich, das ist ein Arbeitskugel. Ja, spür mal die Knochen, wie immer. Aber sonst. Ist das ein gutes Schiff? Das ist Back to the Future. Geil, ich kann sie aus der Einwilligung verarbeiten. Kiste ist ja auch da. Schon fertig mit der Arbeit, ja. Ich hoffe, euch hat jetzt mal das hier in der Social Area ein bisschen Spaß gemacht. Ja, gut, ja, also halb eins ins Bett, 11 wieder aufstehen, fertig machen, weiter geht's. Ja. Sogar das Frühstück verpennt. Also da geht schon was. Ne? Also die 5 Tage bleiben nicht spurlos an einem vorbei. Ne? Also das ist klar. Rein bin ich auch die ganze Lauferei gar nicht gewohnt. Ja, Bürojob. Und Gamer. Oh, 39 Tonnen. Ja, das ist ungefähr das Gefühl, wo ich jetzt auch habe, dass ich die rumgetragen habe. Also, das ist schon eine Sache, wo man sagt, ja. Es geht schon in die Substanz, aber es macht Spaß. Ja, und vor allem, es lohnt sich halt auch. Mit der Fahrzeit, vom finanziellen her, 5 Tage soll man das schon machen. Ja, mehr Spaß habe ich auf jeden Fall. Ja. Hab's halt auch ein bisschen ruhiger angehen lassen. Prinzipiell haben wir ja schon alles gesehen irgendwie. Ja, aber man kann natürlich noch auf Details dann eingehen. Mal hier ein bisschen länger gucken, da ein bisschen länger gucken. Da werden wir jetzt dann auch durch die Hallen gehen. Ja. Also das ist auch eine Sache, wo man einfach dann sagt, ja, das kann man halt dann schon gut machen. Aber auch heute wieder, ne, bin ich in der U-Bahn reingefahren. Die Deutsche Bahn, die kriegt es halt nicht auf die Kette. Zumindest haben sie jetzt mal einen Ersatzverkehr aus den Bussen organisiert. Haben aber auch 2 Tage für den Bus gebraucht. Also wie gesagt, kann ich nicht verstehen. Geht es dann wieder rüber Bahnhof Deutz, ja, dann zur U1 Haltestelle, auf U1 warten und dann 3/4 Stunde fahren. Wenn wir Pech haben, wieder eine Stunde auf dem Bus warten und dann mit dem Bus 4 Stationen weiterfahren und dann sind wir am Hotel. Der Kisse will wieder alles sehen. Ja, das ist mir schon klar. Ja, ja. Ich würde sagen, dass wir fragen, was ein guter Grund ist, dass der Kisse wunderschön hat. Ja, aber ihr habt doch jetzt schon mal eine knappe Stunde was zu sehen. Und das auch nur auf Deutsch. Sonst ist es meistens ja auf Englisch. Gerade erst on, hast alles verpasst. Kisse.
scheinbar als VOD am Start. Ich habe es auch den, wo ich vorne gestanden bin, Rucksack vorne mal getragen, sodass man hinten natürlich die Aufschrift Gamer Miliz auch mal sieht. Also das haben schon einige gesehen, bin auch ein bisschen rumgelaufen. Das ist so ein bisschen Werbung gemacht. Einfach mal zu sehen, was da dann so zur Reaktion kommt. Das. Es ist live mit F geschrieben. Ne? Dann schauen wir halt mal weiter. Wie es weitergeht. Ja, so sieht es dann aus hier. Live-Übertragung, ja, schon boah, ist natürlich auch einmal etwas, ne, da mit drin zu sein, das einfach auch ein bisschen zu sehen. Also von der Seite passt es dann schon. Ja. Ja, die Sarah, die ist wieder putzig heute. Ja. Aber ja, wie gesagt, also gestern war es ja auch ein schöner Stream, ne? Da haben wir gestern ja einen Onkel getroffen, ja, einen Kudi. Ja, da habe ich dann euch mal so ein bisschen gezeigt, wie die so Backstage drauf sind, wie sie so verkabelt sind, was für Equipment sie haben. Ja, das sieht man ja im Stream eigentlich nicht. War bestimmt auch mal ganz interessant. Und von der Seite sage ich mal, ja, dann gucken wir mal, was so weitergeht. Ja, vielleicht schauen wir ja später noch einmal rein. Jetzt aber schon mal gucken. Ja. Gewusel ohne Ende. So sieht es wieder aus. Am schönen Samstagnachmittag. Ja, also ich sag, Halle 11 ist immer mal ein schöner Rückzugsort, wo man auch ein bisschen relaxen kann. Und von der Seite sollte man sich immer merken, wenn man hier ist, dass Halle 11 so ein schöner, ruhiger Ort ist. Nicht überlaufen, ja, schön klimatisiert.
anderen Gefilde. Wirbel ist ja auch da. Hallo Wirbel. Komm mal durch. Also alle stehen immer im Weg rum. Blöd. Im Wagen aus. Also im Endeffekt haben sie in die Autos Konsolen oder eben PCs eingebaut. Traum für jeden Gamer. Ja, das ist die Frage. Aber dafür haben wir dann immer die Autopilot-Funktion. Ja. Die Sarah fährt, okay. Also, hier sind wir im Simulationsbereich. Wahrscheinlich. Ja, ARD ist auch da. Das ist auch der Bericht, das ist auch hier.
Wahnsinn, wie eng es teilweise dann wird. Weil die Leute immer da stehen bleiben, wo es eh schon eng ist. Und das ist halt doof. Ja, aber das Game kann nicht funktionieren. Jetzt, ich dachte schon, ich bin zu hoch dafür. Ah, Asrock stand. Filmen die gerade die Line? Ja. Darf ich Hallo sagen? Wer bist du denn? Stell dich mal ich vor. Ich bin Jabos, hallo, ich bin auf der Gamescom. Ich bin Schweizer, Schweizer Staatsbürger. Und hallo an den Chat. Jo. Dann besuch uns doch mal auf Twitch. Gerne, wie heißt sie? Serials78. Wenn ich in meine Dings reinkomme, gerne. Ja, wenn du ein gutes Internet hast, kommst du auch rein. Na, ob ich angemeldet bin, ist die Frage. Ich hab nicht mal Twitch auf dem Handy. Boah! Ich schreibe irgendwie meine Notizen auf, warten Sie. Notizen? Ey, der hat doch mal Twitch auf dem Handy. Na, ich gucke mal gerne über den PC so nebenbei. Also, Serials? Wenn Sie das da hinschreiben, sonst tippe ich nicht. Damit findest du mich. Ja, oder die Gamer-Miliz googeln, dann findest du uns auch. Alles klar. Bis an den Chat. Wir sehen uns. Ja. Ciao, ciao. Das seht ihr mal. Ne? Für die Nerds für euch. Das sind dann die Werte vom Monitor. Das ist der letzte Schrei. CPU-Display. Mit 6 GB. Und die oberen eine A750 mit 8 GB. Wir sind beim AMD-Segment. Da
da haben wir dann schon einiges. Gehen wir mal weiter. Vollausbau im Arbeitsspeicher. Thank you.
und immer noch die Umleitung. Sagen, der Akku macht schon gut mit. Laufen wir noch einmal die Bahn. Hast du genug Boden?
überall Rennscher an, das ist Wahnsinn. Ich lieber, bis es draußen ist, kauf's mir und dann gib ich's.